Ladies and Gentlemen, einen schönen guten Abend hier bei der ersten Newcomer TV-Nacht in der Portstraße Jugend und Kultur, ehemalig Musikhalle Portstraße in Oberursel. Die erste Band, Papierflieger, hat schon gespielt. Wir hatten ein paar technische Probleme im Livestream, also mit dem Livestream, aber ich glaube, jetzt ist alles cool. Und ich habe es ja vorhin schon mal erzählt, aber ich erzähle es gerne noch einmal, dass die Band Losing Graffiti leider aus gesundheitlichen Gründen das Konzert absagen mussten. Wir wünschen alle hier gute Besserung und baldige Genesung und sie werden bestimmt bei einer der nächsten Newcomer TV-Nächte hier zu sehen sein. Aber wir haben Scout hinausgeschickt in alle Welt und siehe da, wir haben den wunderbaren Michael Wiebusch. Hallo, hier. Hallo. Erreicht. Nochmal kurz rein. Hört man dich? Ich höre nicht viel. Doch. Du bist jetzt da. Okay, ja. Alles klar. Und es ist total toll, dass du da bist. Michael Wiebusch, für die Leute, die ihn nicht kennen, Sänger, Songschreiber, Gitarrist, auch Bassist und hat in vielen Bands gespielt. Wir sind total glücklich, dass du hier bei uns bist. Vielen Dank dafür. Ich freue mich auch. Hast du deine Songs immer parat, dass du sozusagen auch als Notfallskrankenschwester in Gigs, wo jemand ausfällt, einfach mal einspringen kannst oder ist das für dich auch eher selten? Ja. Passiert. Das passiert. Aber jetzt halt auch nicht ständig und vor allen Dingen in der Corona-Zeit nicht. Vor allen Dingen also selten auch als Vertretung für eine ganze Band, sagen wir mal. Genau. Tatsächlich habe ich schon mal, zum Beispiel in Frankfurt im Elva kam es schon mal vor, dass ich quasi mit meinem Akustikprogramm vor einer Stoner-Band quasi geöffnet habe. Das passt, habe, ja. Oder? Das passt ja das auch. Das hatte auch ganz gut funktioniert, ja. Du bist also mit Toys of the Ape, für die Leute, die es kennen, viele Jahre unterwegs gewesen und hast dann irgendwann gesagt, jetzt mache ich was anderes und sozusagen ein Akustikprogramm erarbeitet, Unplugged-mäßig. Wie ist denn das, wenn man plötzlich alleine mit der Akustikgitarre vor Menschen spielt? Ich meine, hier ist es jetzt so für die Kameras, aber wie ist das so normalerweise? Ist es ein Unterschied, als wenn eine Band hinter dir steht? Das ist tatsächlich ein himmelweiter Unterschied. Also man fühlt sich sehr viel nackter, sagen nackter, wir mal so. Verletzlicher. Ja, wenn man aufhört zu spielen oder wenn man neben die Saiten greift, dann ist sofort ruhig. So, ja? Das ist sehr spooky. Das soll möglichst nicht passieren, ja. Es ist auch nicht so, als ob ich wirklich Toy of the Ape beendet hätte und dann mich auf das Akustikzeug konzentriert hätte. Das Akustikzeug ist eigentlich immer nebenbei immer mal gelaufen. Also die eigenen Songs, die ich geschrieben habe, sind tatsächlich auch gar nicht so furchtbar viele. Aber es hat sich halt über die Jahre gesammelt. Irgendwann hatte man immer mal eine Idee, hat sie umgesetzt. Und manche Sachen haben wir eben auf der Akustikgitarre ganz anders geklungen als Idee für eine Rockband. Ja, auf jeden Fall. Das hat sich über die Jahre gesammelt. Ein paar Songs sind auch extrem alt, die stammen noch aus meiner Zivildienstzeit tatsächlich. Die du heute Abend spielen wirst. Ja, also so ja, drei Stück sind so zwischen 2015, 2017 und so und zwei sind auch deutlich älter noch, Ende Schulzeit und das ist Anfang wie guter Zivildienstzeit. Wein. Ja. Also guter Wein ist auch am besten, wenn er alt ist. Tja. Von der Musik her, von den Roots her, würde ich dich eher so als Alternative Rocker oder vielleicht sogar Stoner-Fan einordnen oder wie siehst du dich selbst? Ja, das trifft schon ganz gut. Alternative Rock, ein bisschen Stoner ist dabei, auch eine ganze Ecke, was man heute Classic Rock nennen würde, also 70er Jahre Zeugs und auch nicht zuletzt 70er Jahre Prog und alle Zwischenschattierungen zwischen diesen Kategorien, ja. Und also so meine Hauptstandbeine sind so meine musikalische Sozialisierung stammt noch so retrospektiv aus den 90ern und ganz eindeutig aus den 70ern auch. Ja. Und vom Lebensgefühl könntest du zum Beispiel, ich habe das vorhin Papierflieger ja auch gesagt, also gefragt, dass eine Möglichkeit, so einer Isolation auch zu entgehen, ist ja auch in Kommunen oder in Wohngemeinschaften zu leben in der heutigen Zeit, weil dann hat man immer Leute um sich herum. Lebst du alleine oder bist du auch eher so ein, also wärst du eher ein Wohngemeinschaft, Kommunadentyp? Ich habe eigentlich, seitdem ich von zu Hause ausgezogen bin, habe ich alleine gewohnt, ja. Aber zurzeit habe ich eine sehr angenehme Wohngenossin in meiner, also meine Freundin wohnt zurzeit bei mir, obwohl sie eigentlich im Ausland ist, aber ja, das ist erstaunlich angenehm. So, ist jetzt schon ein paar Monate und funktioniert so ganz gut, ja. Und das, ja, ich,
habe auch dadurch nicht mit schlechter Laune zu kämpfen. Also sehr schön. Überhaupt nicht. Wie ist das, frage ich auch immer, für Musiker ist es ja ziemlich hart, sie können keine Konzerte spielen. Bist du eigentlich viel unterwegs und wurdest jetzt durch Corona gehemmt oder hat dich Corona eher befreit von einer Last? Ja, ich war davor schon relativ viel unterwegs, ja. Und auch gerade meine Coverband in Nordhessen, die hat mich ganz gut beschäftigt, sagen wir mal so. Aber jetzt, wo gerade nichts los ist, also viele Musiker leiden tatsächlich, das kriegt man immer wieder mit. Aber mir geht es tatsächlich gerade relativ gut. Also ich kann es nicht anders beschreiben, mir geht es echt sehr gut zurzeit. Und also das heißt, du hast einen Job, der dich finanziert und kannst Gitarre spielen, wenn du Bock hast. Genau. Oder es auch lassen. Ja, ich muss gerade gar nichts. Das nur zur gut. Arbeit gehen, aber das, ja. Das ist gut. Arbeitest du an eigenen Songmaterial im Augenblick oder nimmst du was auf? Kann man irgendwas erwarten vielleicht in den nächsten 1 bis 2 Jahren von dir? Vielleicht eine LP, ein Vinyl? Vielleicht. Also ich arbeite gerade nicht mit Hochdruck am musikalischen Material. Aber ich bleibe in der Nähe meiner Instrumente. Wie ist das für dich jetzt hier ohne Publikum, ein Online-Stream? Also kannst du in die Kameras gucken und siehst die Menschen da draußen? Also mir geht es jedenfalls so, ich sehe die ganzen Nasen da an den Bildschirmen und so und bin mit ihnen in ihren Wohnzimmern zusammen. Gibt es da für dich eine Barriere? Siehst du da Publikum oder siehst du nur Kameras? Wie ist das für dich, online zu spielen? Ich sehe das Publikum nicht. Aber was zumindest hilft, ist dieses blendende Licht. Das ist genau wie bei Open Stages, ja, oder da verschwindet ja auch in einer normalen, ordentlichen Live-Situation verschwindet ja das Publikum hinter diesem weißen Schein. Ja. Genau, deswegen, wir werden es jetzt einfach hören. Wir werden den wunderbaren Michael Wiebusch mit seinen Songs hören. Er begleitet sich selbst auf der Akustikgitarre, deswegen ein Riesenapplaus von euch für Michael Wiebusch! Da schau her. Ich möchte. Gut, es folgt jetzt ein Song mit dem Titel Unbroken und er stammt, glaube ich, von circa, sehr alt, 2008 wird das gewesen sein. Ja. Pain in your eyes, no one seems to care. Grieving this guy about the things I've never dared. I'm falling these arms. Blown away by storm. Scattered dreams down. Fading the colors I have worn. Constantly seems to me. I'm dreaming, level free, entirely of thee. Upright standing, sovereign, you're alone. Faking smiles and speaking words I've never known. Days are rushing by as I'm going on. It's now and then I
wish the words could be untold. Johnstone Lake seems to me I'm dreaming of a free entirely of thee. Come with me and I will be unbroken. A glimpse of thee gonna set me free. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zu einem Song, der ist, glaube ich, noch älter. Wir sprechen von circa 2006. Oh mein Gott. Ein Song, den ich mit meiner ersten Band geschrieben habe und aufgeführt habe. Es war eine Metal-Band und jetzt kommt eine Akustik-Version davon. Aber es funktioniert erstaunlich gut auf Akustikgitarre und deswegen habe ich ihn mitgebracht. Der Song heißt Ascension. Demons of the sea, still possessing me. Our faith and destiny lies in divinity. Strong, in other words, we get along. Show me on my way back home. On the run, by my feet, I'm being stung. Why do join me on my way back home. On the run, by my feet, I'll be in stone. Why do I feel so numb?
God, I'm getting down. Cause I feel so So, wir kommen langsam in die Jetztzeit. Ich glaube, dieser Song ist aus dem Jahr 2015 schon. Also, trägt den Titel September Sky. I'm standing in the parking lot, just like yesterday. Frozen in the darkest spot, she won't move away. We didn't speak in a long time, though she lives not far away. Guess we better all this way. September sky, the patterns in the clouds, the mesmerizing tranquil life, I begin to lose my doubts. And in the amphibie small town, I've got more stories to tell. It's for another day, another day. I'm standing in the parking lot, just like yesterday. She's frozen in the darkest spot, she won't move away. Yes, in the end we be smarter, got more stories to tell. Guess we better all this way. Guess it hurts for another day. So, wir verlassen die E-Stimmung. Geht gleich weiter. Wir holen uns jetzt ein schönes D auf der tiefen E-Seite.
und begeben uns zurück in das Jahr 2008, 2009, in die Zeit meines Zivildienstes. Dementsprechend hat nicht so viel Spaß gemacht, dementsprechend düster ist der Song. Trust and violence paralyzed by full moon glow. We're down, we're down to sleep. Is gone somehow, and the ground is poison now, just like kings and fairy tales. All our wisdom and all our virtue fail. Castle walls, they stare at me, marking my delinquency. Touch my hand, oh will you, boy? 'Cause then I come and I'll take. Out to you, won't be your friend. I'll tell you, let it slip away. Let slip away. Sanity, sanity.
Gut. So. So, nächster Song. Einer der neuesten. Ich glaube sogar schon von 2017. Mit dem Titel Ghost on the Telephone Line. Life, no Lord.
So, wir kommen langsam zu dem letzten Song. So, da haben wir nochmal eine ganz exotische Stimmung, nennt sich Dead Gad. Das Tolle an der Dead Gad-Stimmung ist, es klingt alles toll und mysteriös. Atmosphärisch, mysteriös. Wir werden gleich sehen, was es damit auf sich hat. So, nochmal kurz dieses D finden. Das ist ein ganz gutes D und das ist ein A. Klingt toll, oder? Es heißt Dead Gad, weil es ist D-A-D-G-A-D. Und ich beweise, man kann alles Mögliche damit machen und es klingt toll, mysteriös und atmosphärisch. Man nehme einen Zeigefinger. Toll, oder? Der letzte Song heißt From the Past. That girl just walked in from your past. You thought emotions would not last. That notion's coming over me. Still I'm stable but appeal. And I cast a glance. The door, my thoughts are getting stirred once more, and I'm such a long time now I feel, this man makes everything unreal. And I cast a glance as she starts to do I know which way to choose? You only value what you lose. Don't wanna see the light of day. Watching her dance the night away. And I cast a glance. Contemplate my chance. Seen her just today. Now she walks somewhere. Don't know what to say. Vielen Dank.